Wir haben zwei Arten von Rechnungen gemacht. Die eine war korrekt mit Mehrwertsteuer, die andere war einfach schnell und einfach. Das ist die korrektere Variante. Ich muss da vielleicht noch Funktionen aktivieren mit Ctrl-H. Schwupps, schwupps, alle ersetzen. Und zwar je nachdem, was ich da genommen habe. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Tisch nehme. Positionsnummer ist automatisch gegangen. Menge muss ich selbst eingeben. Einheit ebenfalls. Da hat es noch keine Datenbank verbunden. 50 Franken. Und sobald ich Preis pro Einheit mache, kommt total automatisch. Dann konnten wir Gruppe wählen. Das ist definitiv Non-Food. Es sei denn, wir sind Termiten. Und zack, zack, wenn ich da die Berechnung mit Wenn-Funktion, wenn hier ist nichts, dann nichts gemacht habe, dann wird es auch automatisch da weitergezählt, sobald wir neue Artikel erfasst haben. Auch Total Netto reagiert automatisch, auch Mehrwertsteuer wird automatisch je nach Gruppe zusammengezählt und Gesamtbetrag Brutto ebenfalls. Jetzt natürlich bei Gesamtbetrag Brutto könnte ich noch sagen, mache ich V-Runden auf Semikolon 0,5 Rappen, Geld, damit es kompatibel ist. Die zweite Rechnung war viel einfacher. Da hatte ich nur Artikel, Bim, Bam, Bum, keine Wenn-Funktionen. Da musste ich mehr Menge schreiben, Einheit, Preis und der Rest kam sofort, erschien da sofort. Ich musste einfach dulden, dass ich überall so Striche habe beim Bereich Total und dass ich nur einen Mehrwertsteuersatz dabei habe. Aber reell gesehen, die meisten Sachen werden verkauft mit 7,7%. Und jetzt, wie haben wir das gemacht? Ich starte jetzt mit dieser einfacheren Variante. Ich habe neues Blatt genommen. Dann habe ich irgendwo Kunden oder Kundschaft, Platz für Kundschaft stehen lassen. Dann habe ich ein Datum gemacht mit heute, Klammer auf, ups, Klammer auf, Klammer zu, schwupps. Dann habe ich Rechnungnummer gemacht. Zack. Und jetzt habe ich begonnen mit Artikel, Menge, Einheit, Preiseinheit, Preis pro Einheit und Total. In CHF. Auch Preis pro Einheit kann ich auch in CHF machen. Als Schikane mache ich mir Zeilenerhöhung, Schwupps, Text zentrieren, Umbruch und ist alles okay. Weil ich weiß, dass Artikel mehr Platz braucht als Menge, so mache ich Artikel breiter, vielleicht Menge schmäler, Einheit, das lasse ich alles so sein. Und jetzt, ich habe jetzt für mich mit Linien gemacht. Ich habe es markiert und ich habe da Linien gemacht. Aber das ist Geschmackssache. Gell? Vielleicht wird jemand sagen, als Tabelle formatieren und wird so etwas machen. Verzeihung. Zack, oder so. Tabelle hat hat Überschriften, das sind meine Überschriften. Zack. Gell? Vielleicht so. Und das Einzige, was ich muss da machen, ich muss noch, ich gehe davon aus, dass das Nettopreise sind. Total netto. 7,7% Mehrwertsteuer
und dann mache ich total brutalo oder brutto. Zack, pack. Okay. Die Multiplikation, auch in einer leeren Vorlage, mache ich mit Gleichzeichen Einheit mal Menge. Übrigens, da habe ich ganz komische Adressen, gell? Das ist der Preis, dass ich Tabelle als Formatvorlage genommen habe. Schwupps, ist gemacht. Ich formatiere das als Buchhaltung, damit es vielleicht als Strich erscheint, nicht als Null. Und hier mache ich Summe. Hier mache ich Berechnung, das mal 7,7%. Schwupps. Und hier mache ich Brutto, das ist Netto plus Mehrwertsteuersatz. Und an und für sich, aha, vielleicht mache ich noch hier vielen Dank für Ihre pünktliche Zahlung. Gell? Das ist ein kleines Detail. Zahlung. Gell? Und so weiter und so weiter. Kann ich auch nachträglich, wenn ich jetzt eine Vorlage habe, also eine Tabelle einfügen? Ja. Schubs, gemacht. Und jetzt, wenn ich... Und jetzt kann ich sogar, also ich schiebe das mir in neue Datei. Das müssen wir nicht jedes Mal machen, gell? Ich schiebe das einfach in neue Datei, weil ich das als Vorlage speichern will. F12. Und dann habe ich, wichtig ist, Rechnung einfach gelb oder orange, was auch immer, Aprikot. Excel-Mappe, nein, ich will eine Vorlage machen. Gell? Autoren, ist alles okay. Gespeichert, schließen. Und brauche ich so etwas, dann gehe ich im Excel auf Datei, auf Neu. Wichtig ist, dass das persönliche Dateien sind. Und dann hier Rechnung einfach gelb nehmen. Und jetzt schauen Sie mal, das ist auch interessant von der Vorlage. Es wird normale Datei aufgehen. Die Vorlage bleibt, wie sie ist. Es wird jedes Mal seine Datei geholt. Und wenn ich jetzt da Tomaten und Lampe und Gurke und vielleicht Tisch verrechne, dann werde ich ein Problem haben, weil ich gemischte Mehrwertsteuersätze habe. Aber wenn ich verkaufe eben Fenster 175S und dann Farbe 12, 3, 4 und 3. Vermutlich Stück. Preisfreiheit machen wir 145, 45, 5 und 120. Es funktioniert alles, mit Berechnungen funktioniert alles wie geschmiert. Gell? Korrekt. Funktioniert. Mit Ausdrucken, das ist so eine Geschichte, wenn ich auf Datei drucken gehe oder Ctrl-P mache, merke ich, aha, meine Rechnung ist wie zu schmal für das Blatt. Darum gehe ich und sage, hey, Seitenlayout, mach die Breite, skaliere auf eine Seite. Wenn ich jetzt auf Drucken gehe, Vorführungseffekt, wäre ich
es sollte einfach aufs Blatt gemacht werden. Wenn ich zu viel hätte, wird das aufs Blatt zusammengedrängt. Und das wäre die einfachste Rechnung. Vielleicht nicht so sauber gelöst, aber es funktioniert.